Tipp-Tutorial: Wie finde ich Datenbanken und elektronische Zeitschriften? Die TIB bietet Zugriff auf eine Vielzahl von elektronischen Volltexten. In diesem Tutorial werden sowohl Zugriffsmöglichkeiten auf Datenbanken als auch auf elektronische Zeitschriften erläutert. Wenn Sie sich für Sie relevante Datenbanken anzeigen lassen möchten, ist ein möglicher Weg der über das Datenbankinfosystem DEBIS. Auf dieses können Sie über Recherchieren und Entdecken Fachdatenbanken zugreifen. Die Zugriffsmöglichkeiten der Datenbanken werden durch eine farbliche Kennzeichnung dargestellt. Datenbanken mit grünem Symbol sind für jeden weltweit frei zugänglich. Ein gelbes Symbol bedeutet, dass die Datenbank für Mitglieder der Leibniz-Universität Hannover auch außerhalb des Campus erreichbar ist. Auf blau gekennzeichnete Datenbanken können auch Mitglieder der LUH nur innerhalb des Campus zugreifen und nicht über Fernzugriff von außerhalb. Jetzt haben Sie mehrere Möglichkeiten, eine Datenbank zu finden. Wenn Sie schon genau wissen, in welcher Datenbank Sie recherchieren möchten, können Sie deren Namen direkt in den Suchschlitz eingeben, zum Beispiel Compendex. Nun klicken Sie auf Suchen und dann auf den Namen der Datenbank. Über den Button Recherche starten können Sie direkt in das Suchinstrument einsteigen. Ein anderer Weg, in DEBIS zur gewünschten Datenbank zu kommen, führt über die Fachdatenbankenliste. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich die Datenbanken entweder alphabetisch oder nach Fachgebiet anzeigen zu lassen. Voreingestellt ist die Sortierung nach Fachgebiet. Jetzt können Sie sich Ihrem Fach zuordnen, zum Beispiel Maschinenwesen. Zuerst werden die Top-Datenbanken der Fächer angezeigt. Wenn Sie weiter herunterscrollen, sehen Sie das gesamte Angebot. Sind Sie auf der Suche nach elektronischen Zeitschriften, können Sie zum Beispiel über die elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB einsteigen. Auf die EZB können Sie ebenfalls über Recherchieren und Entdecken elektronische Zeitschriften zugreifen. Wie Sie an dieser Stelle sehen können, gibt es für elektronische Zeitschriften eine ähnliche Kennzeichnung der Zugriffsmöglichkeiten wie bei den Datenbanken. Zusätzlich zu den grünen und gelben Kennzeichnungen sehen Sie hier noch gelb-rote und rote Symbole. Ist eine Zeitschrift gelb-rot markiert, bedeutet es, dass nicht alle Jahrgänge im Volltext vorliegen. Hat ein Journal eine komplett rote Markierung, haben Sie keinen Zugriff auf die Volltexte, aber meistens auf Inhaltsverzeichnisse und Abstracts. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, entweder über eine Zeitschriftenliste zuzugreifen oder, wenn Sie schon genau wissen, welche Zeitschrift Sie benötigen, direkt nach dieser zu suchen. Dazu geben Sie den Namen der Zeitschrift in den Suchschlitz ein, zum Beispiel American Literary History. Wenn Sie neuere Jahrgänge benötigen, klicken Sie auf den ersten Treffer. Nun haben Sie verschiedene Einstiegsmöglichkeiten, die davon abhängen, in welchem Jahr die von Ihnen gesuchten Beiträge erschienen sind. Sind Sie an aktuellen Jahrgängen interessiert, wählen Sie den Einstieg über den ersten oder den zweiten Link. Benötigen Sie ältere Jahrgänge, steigen Sie über diesen Link ein. Für Bedienstete und Studierende der Leibniz-Universität Hannover gibt es verschiedene Wege, auch von zu Hause aus Zugang zu den Datenbanken zu bekommen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter anderem in den Tutorials zum VPN-Client und zum Hahn-Server der LUH.